Es fehlt noch ein Comic irgendwo. Mix 3 von 3, 2 von 2, 2 von 2, 1 von 1, 2 von 2, 2 von 2. Und hier ist keins. Nee, uns fehlt kein Comic. Es fehlt ein Comic. Halte alle Comics frei. Einer fehlt noch. Alle 14 Comics finden. Wieso 14? Das sind 13. Und wir haben nur 12. Im Epilog am Ende noch einen, theoretisch. Den kann ich nicht reinladen. Epilog ist höchstens noch einer, der uns noch fehlen könnte. Pittsburgh gibt es laut der Map hier 4. Hier gibt es 2, ja, Tommy's Showdown gibt es 2, 1, 2, 2, 0 und im Epilog. Aber laut dem Guide gibt es in Pittsburgh 4 und nicht 3. Pittsburgh 1, 2, 3. Hier sind 3, aber da steht 4. What the fuck? Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich hier? Begegnungen? Begegnen. Okay. Der Filmsequenz wollte ich auch nicht, aber wir können hier leider nicht in unser Inventar reingucken, weil welches uns denn noch fehlt, genau. Also meiner Meinung nach kann es nur das ein Epilog sein, da müssen wir das Ende nochmal gerade spielen für... Quasi ab hier bis zum Ende. Dann haben wir gerade die Kategorie. So. Oh, das haben wir natürlich auch schon gemacht. Hier können wir natürlich uns wieder schön durchcheaten. Schön auf die Pumpgun. Hier drüben! Fletcher! Du bist tot, Arschloch! Jetzt ganz schön zerlegt. Gib
gib mir Deckung, ich gehe ran! Oh, Westwing. Einmal durch, wir müssen halt bis zum Epilog. Alles klar! Was ist da unten los? Gar nix. Was ist da unten los? Ich glaube, es ist tatsächlich im Epilog. Weil der Epilog ist halt der einzige, der mir nicht angezeigt wird. Dass wir den halt vielleicht vergessen haben. Moin Jungs! Aua! Ja, da haben wir aber noch zu. Komm schon! Das verschafft mir etwas Zeit. Schön entspannt und schnell, wie hier durchstehen, ne? Moin. Großer Gott. Doktor? Was machen Sie hier? Ja, jetzt noch mal die Schädel. Ich gebe sie Ihnen nicht. Wegpusten. Denken Sie an die Leben, die wir retten können. Nein! Widerliches Schwein! Diesmal wollte ich mal alle abschlachten. Jetzt haben wir nur den Doktor abgeschlachtet. Komm her, Kleine. Ich. Achso, wir müssen auch noch raus, na klar. Mist. Er ist hier! Wir laufen, 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 laufen im Sauseschritt. Ich hab zu den Ausgängen! Ich hab dich! Na los! Aber es ist ganz schön laut hier. Alles okay. Meine Güte. Alles okay. Alles okay. Das alles für einen Comic. Ich hab ihn im Visier. Ich sag dir zurück. Meine Fresse, voll die Stormtrooper. Komm schnell, komm schon. Stop. Haben wir alles schon durchgekauert? Springen, ja. So. Bin ich unterwegs. Den Film nochmal überspringen, ja. So, weil das ist jetzt der Epilog nämlich. Und hier finden wir anscheinend noch auf einem Autositz ein Comic. Sei vorsichtig. Wir müssen wohl laufen. Geradeaus. Nicht auf unserem Auto sitzt anscheinend, aber ich speichere hier schon mal gerade. Können wir den hier dann auch überspeichern? Ja, so weit zurück müssen wir sowieso nicht mehr. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Dasselbe wollte ich gerade auch sagen. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Mal kurz gucken, wo das Auto noch ist. Hoppla, wer war das denn? Ja. An den Epilog habe ich nicht gedacht, tatsächlich. Der ist sogar in der Komplettlösung drin. Und dass er mir nicht angezeigt wurde, deswegen hatte ich den komplett übersehen. Okay, wenn wir, glaube ich, hier nach rechts wegrennen. Ich bin doch schon alt. Da müsste irgendwo ein Auto versteckt stehen.
oder was davon übrig ist. Oh, das sind da unten. Rohmast. Bisschen umgeknicktet. Ah, da ist es doch. Ja, und hier hatte ich mich nicht mehr umgeguckt, weil ich nicht davon ausgegangen war, dass hier noch was kommt. Am Arsch. Savage Starlight. Singularität. Buch 14, Singularität. Die Reisenden sind angeschlagen fürs Erste. Danielas waghalsiger Plan und ihre wundersame Flucht nach Hause haben sie zu einer elektrisierenden Galionsfigur der letzten Wacht gemacht. Captain Ryans Opfer machte ihn zum Märtyrer, eine Illusion, die Daniela nicht zerstören wird. Aber wie lange kann sie das wirkliche Geschehen geheim halten? Mehr erfahren wir bestimmt in Teil 2. Und da ist es! Schalte alle Comics frei und schalte alle Errungenschaften frei. Jetzt sind wir durch. Mit The Last of Us. Und ich habe unfassbar viel Bock auf den zweiten Teil. Aber da müssen wir noch ein bisschen für warten, leider.